nicht so weit. Der Ruhrpott-Märchenwald geht in die dritte Staffel. Heute mit der ersten Folge Herbstträne. Schädig kalt draußen. Geppetto, da bist du ja endlich. Ah, die arbeitsame, fleißige blaue Elfe hat's auch schon aus dem Bett geschafft. Wieso ist er erst elf? Und hast in der neuen Puppenstube, die ich dir gezimmert habe, gut geschlafen wenigstens. Ja eben genau nicht, das wollte ich dir doch gerade sagen. Waren die Hummelfellmatratzen wieder nicht fluffig genug, oder was? Jetzt wo du sagst, die Füllung könnte noch einen Aufschlag vertragen, aber das meinte ich jetzt gar nicht. Sondern... Ich hatte wieder diese Herbstvisionen. Herbst was? Ja, du weißt doch, wenn wir Elfen in die Wechseljahre kommen... Wieso kommt ihr in die Wechseljahre? Ihr seid doch unsterblich. Ja schon, aber Elfen, die zu lange gegen ihre Wünsche und Träume gelebt haben, ja, die kommen in die Elfenwechseljahre. Und das ist ziemlich gefährlich, weil wir dann Herbstzauberwald gefährdet sind. Herbstzauberwald gefährdet? Also ihr habt doch nicht alle Latten auf dem Zaun. Meine Fresse, nee. Trritrara, ich bin's, eure allseits beliebte Tinkerbell. Die gute Laune in dieser Schreinerwerkstatt ist betörend. Was willst du? Wie ich das so gerade über Hügelwiesen und Felder fliege, das sehe ich doch wie sanft, wie hell in diesen Herbstzauberwald reinfliegen will. Was? Schau! Und weil die Gute ja schon so viele Jahrhunderte gegen ihre Wünsche und Träume gelebt hat, habe ich mir gedacht, dass es vielleicht nicht so eine tolle Sache ist. Also habe ich gerufen nach ihr. Hey, Soft for Hell, habe ich gerufen. Lass es bloß bleiben, flieg da bloß nicht rein. Bis sie hat nicht auf mich gehört. Da habe ich mir gedacht, flieg ich mal zu euch, um euch um Rat zu fragen, weil ich fürchte, die sind in den Elfenwechseljahren. Und akut... Herbstzauberwald gefährdet. Oh nein, meine Herbstvisionen werden wahr. Wir müssen dir helfen. Was haben dir deine Herbstvisionen denn gesagt? Ja, ich hab geträumt, dass Wolf die Hell im Herbstzauberwald von einer Herbstträne gefressen wird. So wie damals. Du weißt schon wer. Hell? Ja, genau, Hell. Wer ist Hell? Das ist Wolf die Hells Ex-Freund, der sie vor 400 Jahren sang- und klanglos verlassen hat. Och, der Fürst der Finsternis. Immer im richtigen Moment. Hat jemand von euch meine Tochter Solfiel gesehen? Meine väterlichen Instinkte sagen mir, dass sie in Gefahr schwebt. Ich fürchte, da liegst du nicht ganz falsch, lieber Fürst der Finsternis, denn deine liebe Tochter ist anscheinend in den Wechseljahren. Mit den Wechseljahren einer Elfe ist nicht zu spaßen. Da klärt mich jetzt mal einer auf. Ja, wenn eine Elfe in den Wechseljahren ist, dann darf sie auf keinen Fall in den Herbstzauberwald gehen. Denn wenn sie das tut, dann wird sie von einer Herbstträne verschlungen und wird auf ewig verschwinden. Dann wird's aber jetzt ein bisschen knapp. Denn Trinkerbell hat sie doch schon gesehen, wie sie in den Herbstzauberwald rein ist. Sie müssen sofort dorthin, ehe es zu spät ist. Da sag ich mal nix wie hin, hä? Ja, kommt schnell! Die ganze Zeit, Zeit. 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 Zeit.
Oder hast du unseren Schwur vergessen? Wie könnte ich den denn vergessen? Wir haben uns geschworen, dass wenn einer von uns dem anderen die Hand reicht, der andere ihm bedingungslos folgen wird. Und dann machst du einfach fort, ohne ein Wort zu hinterlassen. Aber jetzt bin ich da, um dir meine Hand zu reichen. Um mir deine Hand zu reichen? Aber wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Da ist eine Träne an deiner Wange. Oh, ja, hier habe ich sie auf dem Finger. Oh mein Gott, sie wird größer und größer. Konzentriere dich auf ihre Meldung und versinke. Das mache ich, Hell. Oh! Oh mein Gott, sie wird immer größer und größer! Oh! Oh! Hell! Jetzt sehe ich deine Hand in mir! Perfektes Timing. Schwupps hat die Träne sie aufgefressen. Spuck sie sofort wieder aus, du verfressene Herbstträne. Bist du dir sicher, die hört auf dich? Ich fürchte, nein. Meine Tochter ist fort. Und schwupps, die Träne ist weg. So was. Da tut mir aufrichtig leid, Herr Fürst der Finsternis. Wenn ich gewusst hätte, dass hier im Robert-Märchenwald elfenfressende Monstertränen unterwegs sind, dann hätte ich es ja vielleicht verhindern können. Die Stelle hier kommt mir irgendwie bekannt vor. Mensch, Trinkerbell, die Eiche da vorne. Jo, vor 400 Jahren ist doch hier an dieser Stelle der Held von der Träne aufgefressen worden. Erinnerst du dich? Du hast recht. Lass uns schnell hier weggehen. Ich mag diese Stelle nicht so. Ich finde es gruselig hier. Nicht, dass wir gleich auch aufgefressen werden von irgendeiner Riesenträne. Ihr meint aber jetzt nicht von so einer. Da drüben zum Beispiel, der da. Oh mein Gott! Hört ihr diese lieblichen Klänge? Haltet euch schnell die Ohren zu! Sonst hypnotisiert euch diese Träne und dann frisst sie uns alle auf! Hallo, seid ihr das? Ich bin's, eure Seufzbehell! Und ich bin's, Hell! Gott sei Dank, Tochter! Du lebst! Schön, dass du wieder da bist. Zum hast du was mit deinen Wangen gemacht. Die sehen so farbig aus plötzlich. Ja, sag mal, was ist denn passiert? Warum warst du plötzlich weg? Und was macht Hell jetzt plötzlich hier? Das ist ein bisschen kompliziert. Ganz verstanden habe ich es ehrlich gesagt auch noch nicht. Aber ich war doch vorhin hier im Herbstzauberwald und habe eine Herbstzauberträne geweint. Und die wurde plötzlich immer größer, wegen meiner Sehnsucht nach Hell. Und dann habe ich Hell darin gesehen. Er hielt mir seine Hand entgegen. Wir hatten doch damals geschworen, dass wenn der eine dem anderen die Hand entgegenhält, der andere ihm bedingungslos folgen soll. Also bin ich ihm in die Herbstträne gefolgt. Als ich dann aber darin war, da wurde mir plötzlich klar, dass ich es selber war. Dass ich in der Vergangenheit gereist war. Und Hell dort, vor 400 Jahren, in dieselbe Träne hineingelockt hatte, in der wir jetzt beide waren. Oh mein Gott, eine Zeitschleifenträne. Das ist schon mal ein Ding. Zeitlose Liebe, wie romantisch.